Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Online-Gesundheitsforum der Frankenpost in Kooperation mit dem Sana-Klinikum in Hof. 5 bis 6 Menschen von 100 erkranken in ihrem Leben in Deutschland an Darmkrebs. Das Tückische daran ist, wie bei so manchen Krankheiten, dass die Betroffenen anfangs häufig keine Beschwerden haben und der Krebs sich womöglich unbemerkt ausbreiten kann. Durch Früherkennung lässt er sich aber häufig frühzeitig entdecken, was die Heilungschancen erhöht. Neben Bauchschmerzen können auch veränderte Gewohnheiten beim Toilettengang, also bei der Häufigkeit und der Tageszeit, ein Anzeichen für Darmkrebs sein. Ebenso wie häufige Verstopfungen oder Durchfälle und dunkler Stuhl. Bei schon fortgeschrittenem Krebs kann es zu Übelkeit, Appetitlosigkeit und einem unerklärlichen Gewichtsverlust kommen. Allerdings sind das alles nicht sehr spezifische Symptome, weshalb es umso wichtiger ist, sie im Zweifel untersuchen zu lassen. Das Risiko für Darmkrebs steigt im Alter. Bei unter 50-Jährigen komme die Erkrankung seltener vor, sagen Experten. Was indes ein Mythos ist, dass Männer stärker betroffen sind als Frauen. Statistisch gesehen erkranken zwar etwas mehr Männer, jedoch sind die Unterschiede nicht so groß, wie man meinen könnte. Laut Zahlen des Zentrums für Krebsregisterdaten am Robert-Koch-Institut erkrankt rund eine von 20 Frauen und einer von 17 Männern im Laufe des Lebens an Darmkrebs. Tabakkonsum und Übergewicht sind die wichtigsten Risikofaktoren, gefolgt von Bewegungsmangel und ballaststoffarmer Ernährung. Regelmäßiger Alkoholkonsum und der Verzehr von viel rotem und verarbeitetem Fleisch erhöhen das Risiko zudem. Bevor ich Ihnen gleich nun die Experten vorstelle und an die Experten abgebe, möchte ich Ihnen noch sagen, dass ab 18.30 Uhr, anders als sonst, dieses Mal eine Telefonhotline geschaltet sein wird, unter der Sie dann die Fragen an die Experten stellen können und konkrete Antworten erhalten. Ich möchte schon einmal die Telefonnummer durchgeben. Das ist die 09281 816 340. Zum ortsüblichen Telefontarif. Nun wird den Auftakt Dr. Med. Andreas Heer machen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie. Er wird Sie aufklären über Symptome, diagnostische Möglichkeiten und neue Therapieformen. Vielen Dank für die freundliche Einführung, meine Damen und Herren. Es gibt kein zu jung für Darmkrebs, ist unser Thema. Darmkrebs ist mit einer der häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland, bei Frauen an Nummer 2, bei Männern an Nummer 3. Die Inzidenz war jahrelang hoch bis 2003 und ist dann stetig gefallen. Dies hat mit der Vorsorge zu tun. Es ist nicht nur eine Erkrankung von älteren Menschen, sondern auch von jüngeren. Sie sehen das von der RKI, diese Daten. Auch im Alter von 35 Jahren kann schon Darmkrebs auftreten, ist natürlich unwahrscheinlicher als bei 75-Jährigen, sowohl bei Männern als Frauen. Das Lebenszeitrisiko, haben Sie schon gehört, ist für Frauen ungefähr 5,3%, für Männer 6,5%. Die Erkrankung nimmt mit zunehmendem Alter zu. Der Cut-off ist ungefähr bei 50 Jahren. Deshalb beginnt auch die gesetzliche Vorsorge oder gesetzlich bezahlte Vorsorgeuntersuchung ab diesem Alter. Die Neuerkrankungen pro Jahr für 2018 waren ungefähr 60.000 und Todesfälle ungefähr 25.000. Die Neuerkrankungsrate sinkt, wie schon erwähnt, seit 2003 ungefähr 20%. Die Risikofaktoren sind schon angesprochen, ich will sie nochmal erwähnen. Tabakkonsum, Übergewicht, Bewegungsmangel, ballaststoffarme, fleischreiche Ernährung, Alkohol, Vererbung und chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben auch ein erhöhtes Risiko, Darmkrebs zu entwickeln. 65 bis 85% der Erkrankungen treten sporadisch auf, ohne erkennbare Ursache. Es gibt aber auch familiäre Häufung, 10 bis 30%. Und seltene Syndrome, die mit gehäuften Darmkrebs assoziiert sind. Erhöhtes Familienrisiko besteht bei Familienangehörigen, die bereits Darmkrebspatienten in ihre Reihen haben. 30%
wie erwähnt, haben schon Familienangehörige. Das Risiko ist dann für Kinder, Geschwister und Eltern höher. Und 10% erkranken vor dem 50. Lebensjahr. Das ist eine besondere Gruppe, die eng überwacht werden muss. Übergang von Vorstufen zum Karzinom, also Polypen, das sehen Sie hier links, das sind Adenome, zum Karzinom, dem bösartigen Tumor, ist ungefähr 5-20% pro Jahr. Wie schon erwähnt, ist es eine stille Erkrankung. Die Symptome sind oft unspezifisch. Änderung der Stuhlgewohnheiten, Durchfälle, Blutbeimengung im Stuhl, Blutarmut, Völlegefühl, Schwäche, Gewichtsverlust in fortgeschrittenen Stadien. Zur Diagnose gibt es verschiedene Methoden. Die Schuluntersuchung mit Briefchen, immunologisch bedingt. Und der Goldstandard ist ja auch hier rot markiert, ist die Koloskopie. Es gibt auch die Kapselkoloskopie, die hat aber eine schlechte Sensitivität und Spezifität, ist aufwendiger in der Vorbereitung und ist oft inkomplett. Die bildgebenden Verfahren sind nur im Verlauf dann anzuwenden. Goldstandard bleibt die Darmspiegelung. Im Verdachtsfall oder bei Beschwerden kann das vor dem 50. Lebensjahr auch durchgeführt werden. Wiederholung alle 10 Jahre bei unauffälligem Befund. Werden Polypen gefunden, sind die Intervalle natürlich kürzer. Hier sehen Sie das Cartoon. Das ist praktisch der Popo, das Endoskop. Man sieht es hier oben, ist ein dünner Schlauch. Wird über das Rektum, den Enddarm, Mastdarm bis zum Übergang in den Dünndarm vorgeschoben. Und beim Rückzug wird genau geschaut, ob man Polypen oder andere Veränderungen findet. Zu der Kostenübernahme, dieser immunologische Stuhltest ab 50 bis 54 Jahren jährlich, ab 55 Lebensjahr zweijährlich, die Darmspiegelung bei Männern ab 50 Jahren, bei Frauen ab 55 Jahren und wie gesagt, ist der Befund unauffällig dann nach 10 Jahren. Was suchen wir bei der Endoskopie? Polypen. Gibt es verschiedene Formen, hier tubulär wie diese Pilze, pilzartig und beetartig villös und Kombinationen aus diesen beiden. Hier in dem Cartoon sehen Sie, das soll der Darm darstellen. Das hier ist das Endoskop, hier ist der Polyp. Mit einer Schlinge, die über den Arbeitskanal fortgeführt werden kann, wird der Polyp eingefangen, mit Strom abgeschnitten. Hier in Real das Foto, das ist die Abtragungsstelle. Und hier liegt der Polyp, das ist das Darmlumen. Ist ja immer die Frage, bringt die Darmspiegelung zur Krebsreduktion? Was ist das sinnvoll? Da gibt es gute Studien, ja. Im Bereich um Heidelberg gab es eine große Studie. Es vermindert die Darmkrebsentstehung um 64% und das Versterben an Darmkrebs um 66%. Hier vom RKI sehen sich nochmal die Altersgruppen an Frauen und Männern, die sich einer Koloskopie unterziehen. Auch nach fast 10 Jahren Vorsorgeuntersuchung untersuchen insgesamt nur 58,5% der Patienten nehmen praktisch eine Koloskopie wahr. Das ist das Problem. Wir haben keine 100%. Nach der Polypenabtragung ist es natürlich wichtig, dass Kontrollen durchgeführt werden. Das ist abhängig von Anzahl, Größe und der feingeweblichen Untersuchung der Polypen. Was gibt es Neues bei der Darmspiegelung? Wir sind ja immer bemüht, die Adenomdetektion, also die Vorstufen, früh zu finden. Da gibt es jetzt verschiedene Tools. Hier auch, das ist der Darm, das ist das Endoskop. Sieht aus wie ein Egel, das ist ein Endokaff. Beim Rückzug stellen sich diese kleinen Plastikhaken auf. Die Schleimhautfalten, hinter denen sich oft die Polypen verstecken, werden glatt gestrichen und man findet so ungefähr 5-10% mehr Vorstufen. Was ganz neu ist, ist auch das hier von einer Firma. Die hat einen kleinen Ballon vorne in das Endoskop, das ist die Endoskopspitze, eingebaut und man kann praktisch auf Knopfdruck hier einen Ballon insufflieren, aufblasen und ebenfalls diese Falten verstreichen beim Rückzug. Wir können nicht nur oberflächlich, sondern auch fast chirurgisch vorgehen mit dieser FTAD-Methode, Full Thickness Resection Device. Das soll das Endoskop darstellen. Hier wird so eine kleine Kappe mit einer Klammer aufgesetzt. Man geht an die Läsion, markiert sie, wie hier unten. Man saugt sie an, nimmt eine kleine Zange, sieht die Läsion in diese kleine Kappe und schießt dann praktisch eine Schlinge bzw. eine Klammer ab und bekommt so eine Vollabtragung über alle Wandschichten. Auch bei der normalen Koloskopie und Polypenabtragung gibt es auch neuere Methoden. Das ist die Unterwasser-EMR. Ich habe das schon mal vorgestellt. Da gab es erste Daten aus Japan, dass das
eine mehr komplette Abtragung und eine größere am Stück Abtragung ermöglicht. Das hat sich in neuen Arbeiten wieder bestätigt. Es ist sicher schneller, effektiver und wahrscheinlich die erste Option in der Resektion als an der Abtragung von Polypen führen. Man sieht es hier unten blau gefärbt, das ist die polypöse flache Veränderung. Hier unter Wasser die Schlinge, das ist hier der Polyp praktisch gefasst, mit Strom abgetragen, das ist die Abtragungsstelle. Dieses Wasser bedingt, dass der Polyp ins Darmlumen fällt und damit einfacher abzutragen ist. Die künstliche Intelligenz nimmt auch in der Medizin immer mehr zu. Wir werden bald, Eröffnung im Mai, wahrscheinlich in unserem neuen Interventionszentrum, die künstliche Intelligenz als zusätzliche Methode bei der Vorsorgekoloskopie anwenden können. Gab es auch erste Arbeiten aus China. Das steigert auch die Adenom-Detektionsrate, allerdings vor allem bei kleinen Polypen. Also man fährt mit dem Endoskop nach distal zum Popo, zieht es zurück und der Computer setzt einen kleinen Marker und gibt ein akustisches Signal, sodass wir das schneller und effektiver sehen, wenn kleine Veränderungen sich darstellen oder finden. Wichtig ist, wenn das schon ein Tumor ist, die Stadieneinteilung. Da gibt es das TNM-System, nur auf diesem Cartoon. Der Darm ist immer so ein Hohlorgan, so ein Rohr. Das ist die Schleimhaut, die Submucosa, Bindefettgewebe, Muskulatur, Bauchfeld, hier die Blutgefäße, Lymphknoten. Ist praktisch von der Speiseröhre bis zum Popo gleich. Je nachdem, wo der Tumor wächst, nur oberflächlich, tiefer in die Submucosa, die Muscularis, aber darüber hinaus gibt es verschiedene Stadien von 0 bis 4. Und je nach Stadium ist natürlich, wenn Darmkrebs schon besteht, eine andere Therapie notwendig. Im frühen Stadium, Stadium 1, ohne Absiedlung, ist die alleinige Operation ausreichend. Also der Stahl heilt, der Chirurg. Stadium 4, das ist die schlechteste Variante, die man haben kann, das ist das metastasierte Stadium, praktisch gestreut in Leber oder Lunge. Dort hilft natürlich nur eine palliative Therapie. In seltenen Fällen, wenn es blutet, ist dennoch sinnvoll, auch den Tumor primär zu operieren. Ein ganz großes Thema ist auch noch die Nachsorge. Warum? Weil in den ersten beiden Jahren das Rezidiv, also der Rückfall oder Wiederauftreten, am höchsten ist, bis zu 80%. Da gibt es spezifische Nachsorgekalender, kann man im Internet nachschauen. Vielleicht spricht da auch nachher nochmal der Professor Kreb darüber. Sonst kann man das auch auf unserer Homepage nachschauen. Zur Darmkrebsvorsorge. Wir Internisten, Gastroenterologen wollen ja gar nicht, dass ein Darmkrebs überhaupt entsteht. Deshalb wurden auch diese endoskopischen Untersuchungen durchgeführt. Die körperliche Fitness reduziert, haben wir schon erwähnt. Normalgewicht ist anzustreben, fleischarme Ernährung, eine Mittelmeerdiät, Nikotinkarenz zur Chemoprofektion, also als Medikament, scheint sich immer mehr durchzusetzen. ASS in Dosierung über 75 Milligramm. Ab dem 50. Lebensjahr, mindestens 6 Jahre eingenommen, kommt es zu einer Darmkrebserkrankungsreduktion um 25-50%. In der Literatur wurden auch immer die Protonpumpenhemmer eventuell als Risiko für kolorektales Karzinom gesehen. Da gibt es aber Daten, dass das keinen Einfluss hat. Protonpumpenhemmer ist das häufigste verordnete Medikament zur Säuresuppression oder bei Geschwüren werden die oft eingenommen. Ich habe es schon mal bei den Leberkrebs erwähnt. Kaffee, gibt es eine neue Studie 2020. Bei Patienten, die bereits eine Darmkrebserkrankung haben, mit Metastasen oder fortgeschritten oder nicht operativ anzugehen, da scheint es auch wieder zu sein, wenn man mehr als 4 Tassen Kaffee pro Tag trinkt, im Vergleich zu denen, die keinen trinken, bringt es einen Gesamtüberlebensvorteil von 8 Monaten. Ursache wahrscheinlich, Kaffee senkt den Insulinspiegel, Kaffee ist antientzündlich und Kaffee verhindert die Gefäßneubildung. Ich fasse zusammen 5 Dinge, die für Sie auch wichtig sind, individuell, um Ihr Risiko zu senken. Rot markiert. Darmkrebs kann durch regelmäßige Darmspiegelung aktiv verhindert werden. Wir können die Vorstufen entfernen. Früh erkannter Darmkrebs, wenn er schon vorhanden sein sollte, kann geheilt werden. Deshalb ist die Vorsorge-Darmspiegelung ab dem 50. Lebensjahr unbedingt notwendig. Und die Darmkrebsvorsorge rettet Leben. Ich habe Ihnen das gezeigt. Vernünftige Ernährung, körperliche Aktivität, Verzicht auf Rauchen und Alkohol senkt das Darmkrebsrisiko um 30-40%. Ganz wichtig,
Nachsorge nach erfolgter Tumoroperation und Entfernung aller Veränderungen ist die Nachsorge extrem wichtig und sollte auch durchgeführt werden. Besteht eine familiäre Belastung, also haben Sie in Ihrer Familie jemanden, der Darmkrebs hat oder auch vor dem 50. Lebensjahr ein Polypenadenom, sollten sich die erstgradigen Verwandten 10 Jahre vorher untersuchen lassen. Was auch immer eine Frage ist, Blut im Stuhl, da genügt nicht nur eine Proktoskopie, also nicht nur gucken nach den Hämorrhoiden, das wird schon oft so der Ursache sein, ist immer wichtig, eine komplette Darmspiegelung. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Heer. Bevor wir zum nächsten Vortrag kommen, will ich nochmal auf unsere Möglichkeit der Telefonhotline hinweisen, die ab 18.30 Uhr geschaltet sein wird. Die Telefonnummer noch einmal, das ist die 09-281-816-340 zu den ortsüblichen Tarifen. Wir kommen jetzt zu Professor Dr. Med. Christian Greb. Er ist Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, zunächst vielen Dank, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben. Sie haben jetzt eine ganze Menge gehört schon mal darüber, dass man prinzipiell Darmkrebs verhindern kann. Der Dr. Heer hat sehr eindrücklich gezeigt, auch die modernen Möglichkeiten, wie man Diagnostik betreiben kann, wie man die Polypen entfernen kann und so letztendlich verhindern kann, dass aus den Polypen ein bösartiger Krebs überhaupt entstehen kann. Trotzdem müssen wir uns auch mit den Patienten natürlich beschäftigen, die vielleicht auch nicht so regelmäßig zur Vorsorge gegangen sind, wo dann vielleicht auch im Rahmen der ersten Spiegelung überhaupt am Ende ein Darmkrebs diagnostiziert wird. Ich möchte in meinem Vortrag eigentlich auf drei wichtige Themen auch so ein Stück weit außerhalb der Chirurgie eingehen, die wir für uns am Sana Klinikum Hof für sehr wichtig halten. Das sind einmal die Darmkrebszentren oder Krebszentren grundsätzlich in Deutschland. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Ich zeige Ihnen trotzdem ein bisschen was Innovatives aus der Chirurgie bei uns in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Und ich möchte auch auf das Thema Tumortherapie im Zeitalter von Corona eingehen, weil wir da auch bei uns in den Sprechstunden sehr, sehr viele Fragen von Patienten, Angehörigen bekommen. Wie geht es für sie weiter? Ist es überhaupt sicher, in die Klinik zu gehen? Und bekomme ich auch rechtzeitig meinen Termin zur Operation oder für eine Chemotherapie? Zunächst mal zu den Krebszentren in Deutschland. Wo kommt das überhaupt her? Sie wissen, dass wir am Sana Klinikum Hof in vielen Bereichen inzwischen zertifiziert sind. Warum machen wir das? Was soll das? Da muss man ein Stück weit zurückgehen auf das Jahr 1999, also vor die Jahrtausendwende, gab es damals eine sogenannte Eurocare oder Eurocare 2-Studie. Es war damals schon die zweite Studie dieser Art, wo man in 17 europäischen Ländern, inzwischen wird die in weiteren europäischen Ländern in gewissen Abständen durchgeführt und man vergleicht über die Krebsregister, die eigentlich in fast allen Ländern inzwischen flächendeckend aufgebaut sind, versucht man rauszubekommen, gibt es Unterschiede in den Behandlungserfolgen für Krebspatienten. Das heißt, man schaut auf die 5- und die 10-Jahres-Überlebensraten in den verschiedenen Tumorarten zum einen und dann in den verschiedenen Ländern, wie gut ist das Überleben, und das wird dann miteinander verglichen. In der Studie 2099 haben damals 17 europäische Länder teilgenommen. Wie gesagt, es wurden verschiedene Tumorerkrankungen untersucht, aber sehr ernüchternd war eigentlich das Ergebnis vor allem für die Brust- und den Darmkrebs in Deutschland, weil Deutschland damals mal so maximal es ins Mittelfeld geschafft hat. Und da waren natürlich auch Länder dabei wie Bulgarien, Ungarn, wo man vielleicht erwarten würde, dass das flächendeckend nicht so gut ist, die Behandlung. Aber auch Deutschland war damals alles andere als gut. Obwohl wir natürlich auch bei uns in der Klinik immer davon ausgehen, dass wir eine gute Therapie machen. Das werden alle in ihrer Klinik heimatnah so sehen. Man hat dann versucht, auch rauszubekommen, was waren denn die Gründe eigentlich? Und man hat dann festgestellt, dass es in Deutschland sehr großen Unterschied gab in dem Überleben der Patienten, die in verschiedenen Zentren oder auch eben kleineren Kliniken behandelt wurden. Und man musste feststellen, dass in den großen Zentren in der Regel die Erfolgsergebnisse, was das Langzeitüberleben, aber auch teilweise die chirurgische Therapie deutlich besser waren als in anderen Kliniken.
Was war die Konsequenz damals aus dieser Erkenntnis? Man hat in der EU zunächst Arbeitsgruppen gebildet, weil man einfach eine Vereinheitlichung und eine generelle Verbesserung der Krebstherapien in Europa erreichen wollte. Und man hat ein Konzept erarbeitet, um nationale und internationale Leitlinien auf den Weg zu bringen. Das heißt, die Krebsbehandlung auf Deutsch sollte in allen Ländern innerhalb der EU gleich sein und das auf möglichst hohem Niveau, sowohl national als auch international, auch im Vergleich zum Beispiel mit den USA und so weiter. Im weiteren Verlauf hat dann die Deutsche Krebsgesellschaft den Auftrag bekommen, ein Zertifizierungssystem zunächst einmal für Brust, das war damals 2003, und dann anschließend für den Darmkrebs 2006 zu entwickeln. Und das sind eben zum Beispiel hier diese, was Sie sehen auf der rechten Seite, diese Zertifikate, die vergeben werden. Und ich kann Ihnen versichern, wir machen das seit ein paar Jahren. Es ist nicht sehr leicht, dieses Zertifikat, was jedes Jahr neu in der Leistung erbracht werden muss und überprüft wird, zu erreichen. Also das ist ein sehr großer organisatorischer und auch behandlerischer Aufwand, den man betreiben muss an der Klinik, um das Zertifikat zu bekommen. Und das hier als Beispiel jetzt unser zertifiziertes Darmkrebszentrum heißt, das ist ein sogenanntes Organzentrum. Da komme ich gleich nochmal drauf. 2008 wurde dann, weil inzwischen eine weitere Studie rausgekommen ist, wo Deutschland wieder nicht so gut abgeschnitten hat, flächendeckend, an einigen Kliniken sehr gut, an anderen Kliniken eher nicht so gut. Und wir haben auch immer noch das Problem gehabt in Deutschland, dass wir keine wirklich guten, verlässlichen Registerdaten haben. Viele dieser Daten, die auch in der Eurocare-Studie verwendet wurde, waren im Grunde Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Das heißt, die konnten dann zeigen, hoppla, in einigen Regionen kommen die Patienten nach einer Tumoroperation sehr schnell wieder mit einem Tumorrezidiv, in anderen ist es deutlich besser. So wurde 2008 das über das Bundesgesundheitsministerium ein sogenannter nationaler Krebsplan entwickelt. Und man hat sich vorgenommen, ein System zu entwickeln, ein dreistufiges System, wie es seit vielen Jahren in den USA Standard ist, ein dreistufiges System, wie Tumorpatienten in Deutschland behandelt werden sollen. Verpflichtend soll auch in Zukunft werden, es ist bislang noch nicht verpflichtend, muss ich dazu sagen, aber wir sind, denke ich, insgesamt auf einem guten Weg, auch das zeige ich gleich noch weiter, dass Krebspatienten, wenn irgend möglich, nur in Organzentren, also in Zentren, die sich spezialisiert haben auf eine bestimmte Tumorerkrankung und da auch sämtliche Kriterien erfüllen, die notwendig sind, um so ein Zertifikat überhaupt erreichen zu können. Das geht am Ende bis hin auch zu unseren Selbsthilfegruppen. Auch das ist eine Voraussetzung. Ich darf da Herrn Seitz erwähnen. Ich darf auch die Bayerische Krebsgesellschaft erwähnen, die das auch für Patienten weiterentwickelt, dass Patienten auch außerhalb des Krankenhauses angebunden sind und eine Möglichkeit haben, weiter in Informationen reinzukommen oder auch eine psychosoziale Betreuung zu bekommen und so weiter. All das sind Themen, die in einem Organzentrum abgebildet werden muss. Darüber hinaus ist es aber so, dass der nationale Krebsplan, ähnlich wie in den USA, vorsieht, es sollen möglichst onkologische Zentren gebildet werden. Das heißt, in Kliniken soll eben nicht nur ein einzelnes Organzentrum sein, wie jetzt ein Darmkrebszentrum, sondern es soll möglichst für viele Tumorerkrankungen Organzentren gebildet werden, die dann, wenn es genug Organzentren gibt, ein onkologisches Zentrum bilden. Und die höchste Entwicklungsstufe ist dann so die onkologischen Spitzenzentren, was hier als CCC, also Organzentrum, ist das C, das Cancer Center, dann das onkologische Krebszentrum und schließlich das Spitzenzentrum, was Comprehensive Cancer Center in den USA heißt, wo praktisch die Hightech-Medizin dann gemacht wird. Und das Ziel ist, dass die onkologischen Zentren sich sehr eng vernetzen mit den CCCs und darüber auch Leistung eines CCCs in Anspruch nehmen können. Wie sah jetzt die Entwicklung am Sana-Klinikum Hof aus? Also wir haben, ja, nachdem dass wir gemerkt haben, okay, also offensichtlich, da tut sich was, haben wir uns auch darum bemüht, Organzentren zunächst einmal zu gründen, zu bilden, die Voraussetzungen zu schaffen über Ernährungsmedizin, Psychoonkologie und was man so alles braucht. Und haben 2012 zunächst das Prostatakarzinomzentrum gegründet, damals noch unter der Leitung von Dr. Keller, jetzt unter Herrn Dr. Panday. 2013 das Darmkrebszentrum und die Zahl, die Sie in Klammern hinter den Jahreszahlen und den Organzentren sehen, sind, wie viele Zentren gibt es davon in Deutschland? Prostatakarzinomzentrum ist Hof 1 von 131, Darmkrebszentrum 1 von 298,
sind allerdings nicht nur Zentren in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz, das zeige ich gleich noch. Wir haben 2021 dann das Pankreaskarzinomzentrum und ein weiteres Organzentrum gegründet. Also wir sind jetzt eins von 127 Pankreaskarzinomzentren in Deutschland. Darauf begründet sich das sogenannte viszeral-onkologische Zentrum. Das heißt, über Darmkrebs und Pankreaskarzinom werden auch andere gastrointestinale Tumore bei uns zertifiziert behandelt. Unser Brustkrebszentrum ist seit 2021 ein sogenanntes In-Transit-Zentrum. Das heißt, es ist ein Organzentrum, das unter der Leitung von Frau Dr. Loger sich in diesem Jahr zertifizieren wird zu einem vollwertigen Brustkrebszentrum, ebenfalls nach DKG-Richtlinien. Damit war es möglich, dass wir 2022, und wir haben jetzt seit einigen Wochen die Bestätigung auch, dass wir ohne eine Abweichung jetzt ein zertifiziertes onkologisches Zentrum auf Basis der genannten Organzentren sind. Und da sind wir eins von 137. Und seit wenigen Tagen sind wir damit auch nach einem Beschluss innerhalb des CCCs der Universität Erlangen-Nürnberg auch ein Vollmitglied des CCCs und können damit natürlich sämtliche Einrichtungen der Universität Erlangen-Nürnberg darüber verfügen und auch Patienten dort gezielt vorstellen, wenn es bei uns zum Beispiel in der Tumorkonferenz Fragestellungen gibt. Das ist für unsere Patienten von daher von großer Bedeutung, weil es nicht mehr notwendig ist, dass Patienten zum Beispiel extra nach Nürnberg, Erlangen in die Uniklinik fahren müssen, sondern die Patienten können bei uns in der Tumorkonferenz vorgestellt werden und wir können in dem direkten Schulterschluss mit Erlangen-Nürnberg-Patienten in der dortigen Tumorkonferenz über Videokonferenz vorstellen. So sieht das aus. Das sind die 137 onkologischen Zentren in Deutschland und Spitzenzentren. Hof als roter Punkt habe ich jetzt mal eingezeichnet in der Karte, die ich verwendet habe. War Hof natürlich noch nicht eingezeichnet, weil das die Daten von 2021 waren. Also Hof, wie gesagt, dazugekommen. Und Sie sehen auch, dass zum Beispiel in der Schweiz, ob in Bern, Luzern, Zürich ebenfalls onkologische Zentren über die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert sind. Was bedeutet überhaupt so ein Organzentrum? Also wichtig für die Patienten ist immer, es gibt gewisse Qualitätsindikatoren, wie es heißt, über die Deutsche Krebsgesellschaft. Da habe ich jetzt ein paar Beispiele aufgeschrieben. Was wichtig ist, was auch jedes Jahr überprüft wird für jeden einzelnen Patienten in der Behandlung, ist, dass tatsächlich eingehalten wird worden. Es gibt eine Ergebnisqualität. Wir werden verglichen mit allen zertifizierten Organzentren. Das heißt, Hof ist dann eins von 300 Zentren und wir kriegen dann eine Auswertung und können genau sehen, wo wir sind. Und über die letzten Jahre ist es so, dass wir in Hof doch eine sehr, sehr gute Ergebnisqualität auch in Bezug auf die Langzeitergebnisse erzielt haben und eigentlich immer unter den 25 besten Prozent in der Skala uns wiedergefunden haben. Also es geht letztendlich darum, wie ist die Operation durchgeführt worden, sind die Patienten vorgestellt worden in der Tumorkonferenz, wie ist die chirurgische Qualität, wie ist das onkologische Outcome. Also das sind die Punkte, die nachgefragt werden. Chirurgische Qualität ist eine Messlatte, immer die Anastomoseninsuffizienz, also sprich die neue Darmverbindung, die gesetzt wurde, hat die gehalten, ist es da zu Problemen gekommen, wenn ja, wie wurde das behandelt? Ein Organzentrum bedingt auch immer, dass man teilhaben muss, sollte an chirurgischer Innovation. Das heißt, wir versuchen auch hier in Hof, dass die modernsten auch chirurgischen Therapien zur Anwendung zu bringen. An dieser Stelle zeige ich normalerweise immer einen Film, wie das tatsächlich aussieht. Das erspare ich mir jetzt. Ich erkläre es Ihnen kurz, was man hier sieht. Man sieht hier, dass bei einem Patienten zwei Operationsteams gleichzeitig am selben Tumor operieren. Einmal das Team auf der linken Seite hier, das praktisch die laparoskopische Operation ganz normal durchführt. Das ist eine Technik für sehr tief sitzende Tumore, wo wir versuchen, Patienten einen künstlichen Darmausgang zu ersparen, indem wir wirklich sehr tief oberhalb der Schließmuskel ganz gezielt den Tumor absetzen können. Das ist das zweite Operationsteam hier auf dieser Seite. Das ist mein Kopf da im Bild, wo praktisch über den Anus praktisch der Tumor von unten her operiert wird. Kommt dann zu einem Rendezvous, wo beide Operationsteams auf sich zu operieren. Das sieht man einmal hier, das ist praktisch mein Monitor, das ist der Monitor dann
für den Operateur, der vom Bauch aus operiert. Und so ist es möglich, vielen Patienten einen Kontinenzerhalt zu ermöglichen, was unter konventioneller Operationstechnik unter Umständen nicht möglich wäre. Viele von Ihnen haben schon gehört, dass wir sehr aktiv auch die Roboterchirurgie, nicht nur in der Viszeralchirurgie, auch in der Urologie anwenden. Das ist ein Operationssystem, ein assistierendes Operationssystem. Sie sehen hier, da ist der Apparat, der an den Patienten angedockt wird. Da sind schon die Arme, die Roboterarme, steril verpackt. Und das wird dann hier Trokare gesetzt, wie eigentlich sonst auch in der konventionellen laparoskopischen, also sprich Schlüssellochchirurgie. Und es wird dann, werden die Arme angedockt. Ich zeige das in dem Fall ganz kurz in einem Video. Zur Not kann ich das auch weglassen. Also man sieht dann hier, wie eigentlich der Chirurg nicht am Patienten operiert, sondern man sieht mich dann gleich an der Konsole. Man operiert über eine Konsole und das Ganze wird übertragen dann auf die Roboterarme, die am Patienten angedockt sind. Und innen drinne operiert dann, wenn man so will, der, man sieht das hier, die Arme, wie jetzt gerade mit Strom da. Das, in dem Fall wird zunächst mal die Gallenblase entfernt, wie der Roboter praktisch innen drinne im Körper die Operation vollführt. Hier auf der linken Seite ist dann die Konsole, also das ist der eigentliche Operateur, das bin ich. Und über diese Arme, wo man seine Finger reinstecken kann, kann man sämtliche Bewegungen innerhalb des Patienten durchführen. Der Vorteil ist, wir haben ein 3D-Bild, das heißt, ich sehe das an der Konsole eigentlich, als würde ich in den Bauch wirklich dreidimensional hineinschauen. Viele Menschen, die Computerspiele machen, kennen das inzwischen, wie das funktioniert. Man hat eine sehr gute Sicht, man kann sich das um das Zehnfache vergrößern. Es macht auch nichts mehr aus, wenn der Operateur zittert, weil der Roboter praktisch das wegrechnet und das Bild, Sie sehen das hier auch, ist immer sehr ruhig. Vorteil für den Operateur ist, er kann selber sich die Kamera so einstellen, wie er es braucht, kann sich die Vergrößerung einstellen und der Roboter hält danach die Kamera absolut still, was sonst in der konventionellen Chirurgie ein Assistent macht, der natürlich mal unaufmerksam ist oder die Kamera mal verdreht oder wie auch immer. Aber Sie sehen trotzdem hier der Kollege, das ist der Dr. Tolocik, es ist immer noch ein Kollege mit am Tisch, der natürlich die, alles mit überwacht, die Instrumente auch tauscht und auch assistiert bei der Operation. Als weitere Innovation möchte ich Ihnen kurz noch die Mikrowellenablation vorstellen. Was ist das? Sie haben, der Dr. Herr, darauf hingewiesen, es kommt bei dem Darmkrebs, auch bei anderen Tumorerkrankungen dazu, dass es zu Tumorabsiedlung vom Tumor in andere Organe, zum Beispiel in die Leber, vor allem beim Darmkrebs, aber auch mal in die Lunge kommen kann. Und wir haben dann häufig das Problem, dass nicht alle Metastasen, also alle Tumore aus der Leber, chirurgisch durch eine Entfernung entfernt werden können. Und dann gibt es die Möglichkeit der Kombination einer Mikrowellenablation. Das ist jetzt das, was der Professor Radelev an dieser Stelle macht. Der hat jetzt diese Nadel, diese Mikrowellennadel in der Hand und mit Hilfe einer Sonografie, also ich mache praktisch gleichzeitig die Sonografie, kann man dann sehen, wie diese Nadel, man sieht jetzt hier den Tumor in der Leber, der ist sehr zentral, das hier unten das Schwarze sind die Gefäße und dieser Patient hätte sehr viel Leber verloren, wenn man chirurgisch versucht hätte, diesen Tumor chirurgisch zu entfernen. Man sieht hier, das Weiße ist die Nadel, die jetzt in diesen Tumor reinsticht und dann wird das Ganze praktisch erhitzt wie in einem Mikrowellenofen und darüber wird der Tumor, wenn man so will, verkocht. Das funktioniert sehr gut. Wir haben inzwischen Langzeitergebnisse auch bei uns in Hof. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren mit einem sehr geringen Rezidivrisiko, sodass man sagen muss, das ist eigentlich annähernd oder fast so gut eigentlich wie das chirurgische Entfernen. Und gerade die Kombination, dass man sagt, einen Teil der Metastasen können wir chirurgisch entfernen. Ich kann dem Professor Radelev die Leber so präparieren, dass er da sehr gut, sehr gezielt hinkommt, diese Ablation zu machen, führt dazu, dass wir sehr viel mehr Patienten jetzt eine Tumorfreiheit schaffen können. Und das kennen Sie vielleicht aus vorigen Vorträgen, auch Patienten mit Lebermetastasen haben dann, wenn die Metastasen entfernt sind, praktisch dass dieselbe Überlebens- oder Langzeitüberlebenswahrscheinlichkeit wie Patienten, die keine Metastasen gehabt hätten. Tumortherapie im Zeitalter von Corona. Viele von Ihnen haben auch Pressemitteilungen, das sind jetzt Berichte zum Teil aus der ersten Welle, der ersten Corona-Welle.
Und das ist natürlich das, was wir auch bei uns in der Klinik gehäuft sehen, wie hier in diesem Beispiel, der Tumor hatte schon gestreut, also die ältere Dame war dann zu spät gekommen. Gerade die älteren Menschen waren zum Teil, will nicht sagen eingesperrt, aber das wurde deutlich erschwert, dass die überhaupt Arztbesuche machen können, insbesondere für Untersuchungen. Viele haben sich gar nicht getraut, sich ins Wartezimmer zu setzen, was dazu geführt hat, dass der Tumor oder das Erkennen eines Tumors sich sehr stark verzögert hatte. Ja, weitere Patienten hatten dann Angst, gibt es überhaupt Kapazitäten, gibt es überhaupt einen Platz für mich auf der Intensivstation für eine große Operation und. Und ganz ehrlich gesprochen ist es so, dass wir nach wie vor Probleme daran haben, dass wir ausreichend Kapazitäten haben. Viele von Ihnen haben mitbekommen, dass die eigentlichen Engpässe nicht mehr so sehr die Corona-erkrankten Patienten inzwischen sind. Gerade die Intensivstationen sind von Corona-Patienten nicht mehr so stark belastet, aber die Mortalität, also dass Patienten an Corona versterben, ist nach wie vor sehr hoch, zum Teil mit 200, 300 Toten pro Tag. Das ist viel. Am Ende des Tages ist es aber unser Problem inzwischen, dass unsere Mitarbeiter durch Quarantäne nicht arbeiten können, weil sie selbst erkrankte Kinder haben oder positive Kinder haben und so weiter. Also Corona in der Pandemie beeinträchtigt die Versorgung. Das ist jetzt eine Arbeit von Herrn Weitz aus Dresden. Und er konnte zeigen, sehr früh schon in der Corona-Welle, dass bis zu 50% der Gallenkarzinom-Patienten nicht operiert wurden, 25% der Speiseröhrenpatienten und 17% der Darmkrebspatienten. Das Gleiche hat man beobachtet für das Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, waren im ersten halben Jahr 2020 20% weniger Operationen im Vergleich zu 2019. Und beim Darmkrebs ähnlich 22%. Und vor allem bei den Patienten, die einen erneuten Tumor hatten, das heißt, die hatten bereits eine Tumoroperation, vielleicht sogar vor Jahren, ist die Rate an Operationen um 70% gefallen. Deshalb trotz Corona der Appell, um zurückzukommen auf den Vortrag von Dr. Herr, ganz klar, gehen Sie auch trotz Corona oder wegen Corona oder welche Gründe auch immer, gehen Sie zur Vorsorge, lassen Sie spiegeln. Lassen Sie aktiv verhindern, dass Sie überhaupt einen Darmkrebs bekommen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Greb. Ich mache gar nicht lange rum, denn wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich schicke Sie einfach gleich direkt sozusagen ans Telefon. Ich gebe noch mal die Nummer durch, unter der Sie die beiden Experten erreichen können. Das ist die 09281 816 340, 09 281 816 340 zu den ortsüblichen Tarifen.